Transparency International ist eine Antikorruptionsorganisation, die die meisten kennen, die sich für Whistleblower stark macht und dafür, dass diese Leute geschützt werden, die aus Organisationen etwas berichten. Mein Kollege Frederik Richter hat in den letzten Wochen jetzt einen Fall recherchiert, der sich innerhalb der Organisation von Transparency selber spielt. Nämlich dort gab es auch eine Whistleblowerin, die Dinge aus der Organisation verraten hat. Was ist da bei Transparency passiert? Genau, es gab ein Programm von Transparency International, in dem sich einige Mitarbeiter gewehrt haben gegen Dinge, die sie als Missstände betrachtet haben. Dort wurde versucht, in diesem Water Integrity Network in Holland Gelder zu bekommen, indem eine Firma gegründet wurde, eine Stichting, wie es dort heißt, um zusätzliche Gelder zu bekommen. Und das war aber sehr intransparent aufgesetzt. Es wurde sozusagen nur versucht, ein Vehikel zu finden. Und gegen diesen Umstand und andere Vermischung von privaten und beruflichen Interessen haben einige Mitarbeiter dort versucht, sich zu wehren und intern, also nicht nach außen, sondern intern versucht, dafür Besserung zu sorgen. Und was haben die gemacht, die Mitarbeiter? Also wie haben sie sich gewehrt? Sie haben einen Whistleblower-Bericht geschrieben an das Ethikkomitee von Transparency. Das wurde zunächst auch ernst genommen. Dort wurde eine interne Untersuchung eingeleitet. Es wurde aber sehr schnell klar, dass es überhaupt keine geordneten Prozesse gab. Es gab damals offensichtlich noch keine auch richtig ausformulierte, kein ausformuliertes Prozedere, wie mit solchen Berichten umzugehen ist. Und die Whistleblower fühlten sich überhaupt nicht geschützt. Sie fühlten sich intern isoliert. Sie haben letztlich auch die Organisation verlassen, während diejenigen, die verantwortlich sind, heute bei Transparency noch da sind, beziehungsweise dieses Programm ist mittlerweile ausgegründet. Was kann man denn Transparency in dem Fall konkret vorwerfen? Also, dass sie sozusagen nicht respektvoll genug oder nicht sorgsam genug mit der Whistleblowerin umgegangen sind? Es gab keine für die Whistleblower selber nachvollziehbare Untersuchung. Es gab keine wesentlichen Konsequenzen. Es wurde von der Spitze von TI behauptet, man hätte die Missstände abgestellt. Die Mitarbeiter, die dann noch länger da waren, hatten aber überhaupt nicht den Eindruck, dass sich was geändert hat. Und eine Whistleblowerin hatte auch den Eindruck, dass das für sie persönlich Konsequenzen hatte, indem Arbeitsbereiche von ihr eingestellt worden sind, sodass sie dann am Ende auch frustriert die Organisation verlassen hat. Es ist ja wahrscheinlich so, dass eine Organisation, die sich für Whistleblower stark macht, wahrscheinlich so überrascht ist, wenn jetzt in ihren eigenen Reihen so ein Fall passiert. Und wie ist denn Transparency umgegangen? Ich meine, du hast jetzt seit einigen Wochen da recherchiert, hast Anfragen an Transparency gestellt. Waren die jetzt im Nachhinein zumindest einsichtig, dass da offensichtlich nicht alles besonders optimal lief? Oder wie haben die auf deine Recherchen reagiert? Ich war auch überrascht, dass der Umgang sehr schwierig war. Mit Transparency, Mit ja. Transparency, ja. Wir haben mehrfach versucht, ein Gespräch zu bekommen, auch mit der Spitze. Die haben sich eigentlich weggeduckt. Das heißt, der einzige Kontakt, der letztlich übrig bleibt, obwohl wir das nicht so wollten, war E-Mail-Verkehr, der sich über Wochen hinzog, in dem unsere Fragen nach und nach beantwortet worden sind. Also die haben es abgelehnt, ein Gespräch, also wo ihr Fragen stellen konntet zu Genau. dem Fall. Die wollten Genau. kein Gespräch, damit ihr Fragen Genau. stellen. War das jetzt Wir haben. Transparency International oder Deutschland? Das war Transparency International, Die aber in Berlin die sitzen. in Berlin sitzen, das sogenannte Sekretariat. Wir haben gebeten um ein Gespräch, mehrfach, ein Interview mit der Führungsspitze. Das kam nie zustande über, du sagst Wochen, es waren im Grunde Monate. Okay. Und das heißt, am Ende waren es dann nur schriftliche Fragen und schriftliche Antworten. Und die Antworten, hattest du zumindest den Eindruck, dass die ernsthaft sich mit der Sache befassen und dass die um Aufklärung irgendwie bemüht sind? Sie haben sich mit der Sache befasst. Sie haben auch teilweise eingeräumt, dass die Prozesse für die Mitarbeiter damals nicht klar waren. Sie haben aber abgestritten, dass es fehlenden Schutz von Whistleblower gibt. Aber ich habe insgesamt nicht den Eindruck, dass sie wirklich offen waren in den Fragen. Also hat sich im Prinzip Transparency so ähnlich verhalten wie die Firmen und Organisationen, die Sie gelegentlich auch kritisieren. Also die spannende Geschichte, die ganze Geschichte von Frederik gibt es auf www.korrektiv.org.